Die Landschaft ist still und anmutig und lebt eigentlich nur durch die Stimmung, die ich in letzter Zeit immer mehr suchte. Die Stimmung ist die Trägerin des seelischen Elements der Landschaft. Diese Gedanken formuliert Karl Hagemeister 1928 in seiner Selbstbiografie. Sowie überlegt er über seinen Bildaufbau 1922 in seinem Künstlernotizbuch und hält folgende Stichpunkte dazu fest. Flutendes Licht, wanderndes Licht, fließendes Licht für die Ferne, flackerndes Licht für den Vordergrund. Es sind Einblicke in die Gedankenwelt eines Künstlers, der bereits zu diesem Zeitpunkt sein Schaffenswerk vollendet hatte. Ein alter Meister blickt zurück. Ja, wie ist sein Werk entstanden? Was war wichtig? Was macht seine Bilder aus? Die Worte, die uns vielleicht im Kopf bleiben, Stimmung. Es geht ihm um die Stimmung, einen unmittelbaren Eindruck auf der Landschaft einzufangen in der freien Natur. Und er beschäftigt sich mit dem Licht. Das Licht bestimmt sein ganzes malerisches Werk. Er versucht, dem Licht Ausdruck zu verleihen. Karl Hagemeister, diese Künstlerpersönlichkeit, steht exemplarisch für eine bedeutende Epoche. Deswegen haben wir unsere Ausstellung auch im Untertitel Landschaftsmalerei des deutschen Impressionismus benannt. Wir versuchen in dieser Ausstellung das Lebenswerk Karl Hagemeisters zu präsentieren und aber auch seinen bedeutenden Zeitgenossen wie Max Liebermann, Lovis Corinth, Walter Leistico oder auch Lesser Uri gegenüberzustellen. Das Potsdam Museum besitzt einen sehr wertvollen Karl Hagemeister Bestand, der jede Schaffensphase sozusagen offeriert. Aus jeder wichtigen malerischen Phase Karl Hagemeisters stehen Werke zur Verfügung, sowohl wunderbare Zeichnungen in Feder und Kreide als auch großformatige Pastellarbeiten und 17 Ölgemälde. Für diese Ausstellung konnten wir auch noch andere wichtige Leihgaben aus Museen gewinnen, wie zum Beispiel der Nationalgalerie, dem Kupferstichkabinett, als auch dem Museum der Bildenden Künste Leipzig und der Bayerischen Staatsgemäldesammlung in München. Alles das haben wir versucht zu verbinden mit Gemälden aus Privatbesitz und auch Zeichnungen und Pastellen, die vorher der Öffentlichkeit noch nie zugänglich waren. Das ist auch ein besonderes Augenmerk dieser Retrospektive Karl Hagemeisters. Im Hintergrund können Sie eines dieser Werke wahrnehmen, der Birkenwald an einem verschneiten Bachlauf, welches 1891 bis 1893 entstand. Eine wunderbare märkische Landschaft, wo man diesen typischen Hagemeister schon wiedererkennen kann. Die neue Maltechnik Hagemeisters ist hier schon nachzuvollziehen. Und dieses Gemälde, was sehr wichtig ist, entstand 5 Jahre, bevor die Berliner Sezession gegründet wurde, zu der auch Karl Hagemeister als Mitbegründer zählte. Ja, was machte diese Malerei aus? Warum war die so besonders? Was war das Radikale, die wirklich die Kunstgeschichte veränderte? Eine europäische Bewegung, die unglaublichen Einfluss auf nachfolgende Generationen nahm. Was war das Moderne der modernen, was war das Besondere der modernen Landschaftsmalerei? Das Bedeutende der Berliner Sezession, die sich hier 1898 gründete.